Ja, hi, Freunde der Nacht. Wir gehen jetzt einfach mal ganz mutig drauf los. In der Regel haben uns diese Puppen ja einfach nichts getan. So, hier ist jetzt eine Uhr. Der guckt hier irgendwie wirr, panisch durch die Gegend. Und der Arm zeigt auf die 1. Eine Uhr von 1 bis 10. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Aber wir kommen da auf jeden Fall gar nicht hoch. Die ist auf, die ist zu. Oh nee, ich weiß nicht, ne? Das ist echt. Oh nee, also. Was ist das für ein Scheiß hier? Ich habe ja gar keine Ahnung, was das soll. Ach so, okay. Das müssen wir jetzt hier irgendwie richtig machen, scheinbar. Aber woher soll ich wissen? Hier rum. Hier was gehört. Das sah doch eigentlich gut aus. So, da. Ja, aber da unten sieht es irgendwie noch ziemlich wirr aus, ne? Wechsle ich jetzt irgendwo hin? Ah, verstehe. Okay, aber dann könnten wir mal eben in die Mitte, dann müssten wir ja diesen mittleren Ring da erwischen. So, das könnte doch passen, ne? Jetzt den letzten. So. Passiert hier auch was? Also ich finde, es sieht tipptopp aus. Aber es gab irgendwie kein Geräusch, das irgendwie eingerastet ist oder so, ne? Irgendwas stimmt hier, glaube ich, noch nicht. Nee, mach mal in die Mitte, bitte. Ja, das sieht halt nicht ganz sauber aus, ne? Also ich finde, komm, also das passt. Ach nee. Das passt nicht. Blinde Nuss. So, das ist auf jeden Fall korrekt. Was ist da mit dem ganz außen? Ist auch irgendwie, stimmt da was noch nicht. Ah ja, okay. Ich vermute, wir können jetzt wieder nach oben gehen. Wusstest du doch, man hat immer irgendwie so ein Hinweis, dass es dann auch richtig ist. Okay, dann schauen wir mal. Hier ist jetzt alles am Arbeiten. Der guckt aber immer noch. Was machen die denn da jetzt für Tonübungen, oder? Maschine läuft weiter. Da oben kommen Puppen raus. Der ist auf jeden Fall abgeklappt. Hier, guck mal da. Was? 8. Ich habe schon wieder keinen Plan, was ich hier machen will. Eigentlich wollte ich. Könnte ich bitte irgendwie ein. Thank you.
Kann sich das mal irgendwie ein bisschen besser drehen? Was ist das so eine Scheiße? Muss auf 8 kommen. Das habe ich jetzt schon mal irgendwie verkackt, ne? Da müssen wir mal eben falsch machen hier. Was? Warum ist er 12,38? Ich verstehe hier gar nichts. Alter, ganz ehrlich, Mann, ich habe keinen Bock auf so einen Rechenscheiß hier. Es scheint aber wohl das Letzte zu sein, weil da nur noch eine so eine Lampe ist. Ja, mein Gott, ey. Muss ich hier jedes Mal einmal so rum? Ich mache das einfach. Sorry, es geht mir gerade nur. Okay, ich verstehe gerade nicht so richtig. Hübsch. Okay, die haben wir eingesteckt. Tatsächlich. Na gut, dann gehen wir mal einfach weiter. Hi. Kommst du mit oder ist es hier, was ist das? Ein Fahrstuhl? Kommt ihr also mit, ja? Und sonst so? Alles in Ordnung bei euch? Boah, ich krieg Gänsehaut. Das gefällt mir alles nicht. Stehen die da auf einmal hinter mir? Was für ein kranker Scheiß. Achso, jetzt und jetzt kommt ihr. Jetzt lasst ihr mich alleine. Jetzt lasst ihr mich alleine. No man is an island, but one can become a vessel to carry within a flame of another. Okay. Ah, ekelhafte Fliegen. Leiche, noch eine Leiche. Merkwürdiger Shit. Ratten. Oh. Oh, der Macker mit dem Herz. Ah, da können wir die Blume. It warms the heart. It feeds the soul. It makes the world so bright. Okay, der zeigt so dahin. Bright. So. A stolen flame burns strong, burns quick. A stolen flame burns out. Okay. Haben jetzt irgendein Alarm ausgelöst? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall möchte ich da eigentlich ungern wieder runter, aber wir wissen ganz genau, dass uns nichts anderes übrig bleibt. Und wir scheißen auch drauf. Wir sind einfach todesmutig. Was hat es jetzt eigentlich mit diesem Ding auf sich? Da
ist jetzt ein Puppenkopf dran. War der eben auch schon? Bringt aber gar nichts daran zu drehen. Okay, wir fahren dann einfach wieder. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt möchte. Die sind wieder da. Gut. Okay. Verrückt. Dann fahren sie halt einfach nur mit uns Fahrstuhl. Die machen da weiter ihre Turnübungen. Aha. Seht mal, jetzt ist diese Pforte hier weg und wir können hier hoch. Und wir können ins Licht. Ins Licht. Und zack, sind wir wieder auf diesem wundervollen Schiff. Muss das hier eigentlich alles so dunkel sein? Ah, es ist ein Horror. Ah, es muss so dunkel sein. Natürlich. Halt, nein! Nein. Ach komm, was ist jetzt denn mit ihm? Okay, wir ignorieren es. Ich ignoriere es. Wir laufen einfach schnell zu... Oh! Scheiße, da müssen wir rein, ja. Klar. Lüftungsschächte sind auf jeden Fall cool. Ich glaube, da hatte man bei Alien doch auch immer viel Spaß an diesen Schächten, oder? Oh, das ist mies, so um die Ecke. Aber es scheint der richtige Weg gewesen zu sein. So, wir sind wieder in so einer Kajüte. Sieht hier aber ganz schön aus wie Sau, muss ich sagen. Und hier haben richtig viele zusammen gepennt. Oh, hier können wir wieder Wasser anmachen. Schade, dass die Spiegel immer dicht sind, ne? Ich würde mich da immer echt gerne angucken. Oh, ein Brief. Den lesen wir nochmal fixe. Es gibt eine Welt neben der unseren, verborgen hinter einem schwarzen Nebelschleier, wo uralte Wesen weilen, unsterblich, unvergänglich. Sie bewegen sich unter uns, ungesehen, außer sie wollen es. Außer sie wählen dich. Einen sterblichen Menschen, der ihre grausame Farce spielt. Ein nach Laune verwendetes Spielzeug, das sie wegwerfen, sobald es langweilig wird. Höre ihnen nicht zu, spiel nicht. Preis ist viel zu hoch. Vorsicht mit deinem großartigen Talent, mit deinen großartigen Fähigkeiten. Vorsicht! Nun, da du ihre wahren Gesichter erblickt hast, dich erwartet nichts als Wahnsinn und Tod. Manchmal werden Dinge zurückgelassen, grauenvolle Objekte mit rätselhaften Zwecken. Fürchte sie ebenfalls, denn sie sind eine Manifestation ihrer boshaften Gegend. Okay, Schubladen abchecken. Ja. Okay, wir müssen also noch weiter. Nee. Ach! Okay, alles klar. Es ist einfach nur wirr. Man kann hier vor und zurück und landet doch wieder an der gleichen Stelle, an derselben Stelle und dann ist man doch wieder woanders. Alter, was ist jetzt denn los? Verdammt normal, ey. Jetzt sind wir plötzlich auf der anderen Seite. Das ist ja schon wieder crazy hier. Oh!
Bewegt der andere sich auch? Ja, sieht ganz hübsch aus. Dann schauen wir mal weiter. Oh Gott, ganz viel zerbrochenes Geschirr. Wir sind diesem Ding schon lange nicht mehr begegnet. Ich befürchte, dass es bald mal wieder an der Zeit ist. Oh, da war ein Arm. Gott. Ja, schön, dass du eingesperrt bist. Bitte bleib auch da. Okay, das ist creepy. Ist hier schon. Ist schon wieder nicht allein. Gleich wird uns Schreckliches widerfahren. Ich spüre das genau. Es werden nicht nur Ratten sein, oder? Es werden nicht nur Ratten sein. Warum sind wir jetzt in einer Art Stall? Musste einige Käfer verstärken. Ach so. Irgendwas hat die Tiere ziemlich verängstigt. Vielleicht spüren sie, dass das Gewitter bevorsteht. Ich muss die Schotten dicht machen. Das wird ein gewaltiges Gewitter. Ja, hier sind also Tiere. Will ich aber rein. Dicke... Ey, komm! Pillen. Ja, unser Inventar, ne? Hatten wir nicht schon mal irgendwie so... Du warst eingesammelt. Okay, ist in Ordnung. Die armen Tiere. Ich hoffe, sie haben überlebt. Sag mal, ich bin hier nicht der Hund. Hat die Tiere wohl verschreckt, Freunde. Jetzt kommt er nicht mehr hinterher. Es ist nur Licht angegangen. Okay, es ist nur Licht. Ich gucke hier nochmal kurz. Ach so, okay. Ah, nee, Moment. Komm. Was ist das denn? Bale and Co. Drescher. So, Drescher, Dressur. Keine Ahnung, wie man den Scheiß ausspricht. Dienstleistungen, Hundetraining und Zustellung. Anmerkungen. Käfig, oh Gott, es ist Zeit. Oh Gott, ich habe die Folge überzogen. Also, Anmerkungen. Käfig und Inhalt an das Deck für Tiertransport geliefert. Minimale Fütterung wie gefordert. Mit Vorsicht vorgehen. Okay, gut, dass wir diesen Hinweis noch haben. Bekommen haben. So, dann gehe ich hier nochmal schnell hoch. Komm. Komm. Hier sind schon wieder creepy Geräusche. Und hier geht's nicht weiter. Doch da. Okay. Was da oben baumelt? Das schauen wir uns einfach in der nächsten Folge an. Bis dann. Ciao, ciao.